Es ist ungemütlich auf Schalke. Keiner weiß, wo es hingeht. Trainer Jens Keller will die Richtung vorgeben. Allein, es gelingt ihm nicht so recht. Das Einzige, was klar ist, die nächste Reise geht nach München. Trübe Aussichten. Es ist schon so, dass wir nicht hinfahren und sagen, wir nehmen jetzt die Niederlage in Kauf. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir werden Vollgas geben und fahren nach München auch sicherlich, um da zu bestehen. Überzeugend klingt das nicht. Auch der Sportdirektor tut sich schwer und beschränkt sich auf abgedroschene Parolen. Wir werden uns versuchen, mit allem, was wir zur Verfügung haben, egal welcher Spieler dann auf dem Platz steht, uns versuchen, da zu wehren und zu versuchen, auch ein Ergebnis zu erzielen, was uns weiterbringt. Auf Schalke türmen sich Probleme. Schalkes Kader fehlt es in der Breite an Qualität. Taktisch sind viele andere Mannschaften weitaus besser geschult. Und dann weiß derzeit keiner, wie es im Sommer mit dem Trainer weitergeht. Das königsblaue Krisenmanagement erklingt dafür erstaunlich lapidar. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns momentan halt einfach in einer sehr, sehr schlechten Phase. Wir müssen aber auch diese schlechte Phase annehmen. Und es hat halt einfach auch die Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass man halt auch, glauben Sie es mir, aus schlechten Phasen wieder rauskommt, weil die Mannschaft halt auch einfach am Ende vom Tag Qualität hat. Es wird durchaus viel geredet auf Schalke, allerdings wenig Konkretes. Die Aussichten auf eine erneute Champions-League-Teilnahme sind schlecht. Die Euroleague-Teilnahme ist gefährdet. Klar ist derzeit nur die nächste Reise Richtung München. Keine guten Aussichten.